Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zur Heldenvorstellung des neuen Helden Admiral Brickle, dem Flottenkommandant. Und wir werden natürlich, wie es sich gehört, nee, das funktioniert dummerweise nicht, auf einer Wassermap ihn natürlich vorstellen. Ich wollte es auf der neuen Map machen, aber da habe ich die Leichtmission noch nicht gemacht. Deswegen ist dort ein Sandkasten noch nicht möglich. Ja, wir haben den neuen Helden. Der sieht so ein bisschen, woran erinnert er mich? An den Freibeuteraffen? Naja, also so ein kleines bisschen. Woran er da will, ich weiß nicht genau. Vielleicht kann er mit dir springen helfen. Hat erstmal eine hohe Reichweite, muss man sagen. Ja, das ist schon nicht wenig. Ja? Wenn man den jetzt meinetwegen hier hinsetzt, wir können ihn, am Anfang kommt immer das U-Boot bei Wurzeln, das ist schon richtig. Packen wir ihn einfach mal hier oben hin, damit, falls er eine erhöhte Range später bekommt. So, auf Stufe 1, na, wir können uns mal die Skills angucken. Auf Stufe 1, ein sehr, sehr starker Skill. Seeminen werden automatisch, ist quasi wie eine Nagelfabrik. Ja, ist wie eine Nagelfabrik und wirft die ganze Zeit Seeminen aus, die die Bloons verfolgen, wenn sie in die Nähe kommen und zerstören. Wir werden es uns gleich angucken. Level 2 erhöht Angriffsgeschwindigkeit, Level 3 Flottentaktik. Erhöht für kurze Zeit enorm die Angriffsgeschwindigkeit der wasserbesierten Affen in der Nähe. Wir werden mal Runde 1 starten. Und ihr seht, diese kleinen Minen, die sind, ich finde die vom... Ah ja. Erstmal macht er natürlich Schaden. Piu! Die fliegen auf jeden Fall mega gut hin, das finde ich nice. Wichtig, kann er Tarmloons kaputt machen? Na, leider nein. Kann er, ich denke, er kann zumindest die Seeminen können Leadbloons kaputt machen. Ja. Die Seeminen können also wirklich Leadbloons kaputt machen. Ich weiß nicht, ob er es auch kann. Ist gerade schwer zu sagen, weil er einfach diese Minen geskillt hat. Gucken wir doch mal. Nee, er kann sie nicht kaputt machen, alles klar. Kann also tatsächlich nur die Seeminen. Aber grundsätzlich ist dieser Held in der Lage, auf Level 1 direkt schon Leads kaputt zu machen. Und zwar nicht direkt, aber indirekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Level 4. Mehr Kraft zum Platzen lassen für Seeminen. Das heißt, die Seeminen werden stärker. Flottentakt erhöht die Kraft zum Platzen lassen, aber möglichst betroffenen Affen alle Bluntypen zu treffen, außer Tarnbluns. Aha. Das heißt also, wenn ich das hier mache und Flottentaktik, ist ja in der Range. Dann müssen wir mal höher skillen. So, dann packen wir nochmal 10 meinetwegen hin. Langsam machen. So. Und wenn ich jetzt die Flotten... Normalerweise kann das nicht. Wenn ich jetzt die Flottentaktik aktiviere, kann er... Das ist natürlich sehr nice. Und das ist wirklich ein schönes taktisches Element. Cool. Erhöht auf jeden Fall auch die Kraft zum Platzen lassen, ne? Erhöht den Schaden von Seeminen und Pistolenangriffen. Erhöht die Angriffsreichweite und Enttarnungs... Und Enttarnung. Das heißt, er kann jetzt auch... Tarnbloons sehen. Das ist lächerlich. Aber tatsächlich nur... Nee. Interessant. Warum... Nochmal. Die Seeminen, die platzen nicht... Die gehen nicht alle rauf. Oder die sind schon weg. Kann das sein, dass sie einfach nicht mehr aktiv sind? Dann funktionieren die nicht mehr. Nur einige können scheinbar angreifen. Oder nicht alle auf einmal, dass es nicht OP ist, sondern immer nur nach und nach, so alle paar Sekunden mal einer kann gedrückt werden. Flottentaktik, um mich betroffene Affen Tarnbloons zu treffen. Nice! Jetzt kann ich also hiermit mit der Flottentaktik Tarnleads kaputt machen. Ich glaube, das wird tatsächlich mein neuer Lieblingsheld. Der hat eine super interessante Taktik. Seeminen richten extra Schaden an. Megamine setzt eine riesige Seemine und die große Bloons zerstören kann. Achso, ich muss die tatsächlich ins Wasser setzen. Flup! Megamines deployed! Ah, herrlich, ey. Gib mir her hier. BFB? Wie viel Schaden macht die Megamine? 1519? 600 Schaden und der kann den BFB sofort zerstören. Ach, guck mal, hier gehen alle Seeminen sofort drauf. Interessant. Ja. Machen wir alle Bloons weg. Ich möchte nochmal eine Megamine und zwar für. Also 600 Schaden. Aber ZOMG wird er höchstens. Wobei, er hat ja den BFB komplett zerstört. 3100. 3500 Schaden und der ZOMG ist zerstört. Den DDT kann ich nichts kaputt machen, oder? Boah, Alter, das nervt mich das.
Alter. Okay, der, man muss auch sagen. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich habe jetzt auch nicht auf den Popcount geschaut. 10.470. Ja, es sind halt nur 400 Leben, die er hat. Ist das dein Ernst, dass die Megamine so viel Schaden macht? Jetzt noch der Bat. Und da sehen wir tatsächlich den richtigen Schaden. 8.246. 5.000 Schaden macht diese Mine. Holy moly. Erstellung, Angriffsgeschwindigkeit und höhere Einsatzrate für die Minen. Das heißt, die werden jetzt noch schneller rausgehauen. Pistolenlänge vor allem erhöhte Geschwindigkeit und erhöhten Schaden. Seeminen haben erhöhten Schaden. Abgekürzte Megamine ist reduziert. Dauer auf dem Flottentaktik ist verlängert. Verbesserte Seemin haben einen größeren Explosionsradius. Können schwarze Blunts Schaden zufügen und Tarnungen entfernen. Ah! Flup! Angeführte Einsatzrate der Seemin ist leicht erhöht. Seemin richten einen wesentlich größeren Schaden an. Abgekürzte der Megamine ist noch weiter reduziert. Flottentaktik wirkt sich überall auf alle wasserbesiedelten Türme aus. Und Megamine richtet einen enorm erhöhten Schaden an. Schauen wir doch mal. Komm mal her hier. Zeig, was du drauf hast. 19.600. Ja, okay, das ist wieder unfair gewesen, weil der schon beschädigt war. Weg damit. So, Megamine, komm her. Ein Bad brauche ich. 32. 15.000 Schaden! Holy! Wenn man den auf Level 20 hat, dann kommt man auf Runde 100 locker gegen den Bad zurecht. Macht auch guten Schaden, ne? Macht wirklich an sich auch sehr guten Schaden. Aber leider zerstört er die Ableger nicht. Das ist sehr bedauerlich. Die Ableger werden nicht zerstört. Aber ja. Ich mag ihn. Leider gibt es doch kein Affenwissen für ihn. Explizit für ihn. Ja? Für die Helden. Wobei es gibt, glaube ich, gar kein explizites Affenwissen. Tatsächlich nicht. Wow. Mir gefällt der Held sehr, sehr gut, meine lieben Freunde. Das ist Admiral Brickle. Und der wird auch sicherlich beim nächsten Mal auch wieder einen Skin bekommen. Ich werde ihn auf jeden Fall definitiv öfter nutzen. Ja, also oben ihn. Wir sind beide blaue Helden. Ja, blau ist meine Lieblingsfarbe. Blau einfach besser, ja. Muss man einfach mal so sagen. ja. Gerne mal eure Meinung zu Admiral Brickle, meine lieben Freunde. Sagt mal, wie euch so gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.